BK Army, abonniert mal bitte meinen Zweitkanal, erster Link in der Beschreibung. Macht mal da wieder Abos voll, damit ich inshallah bald noch so ein Play-Button verkaufen kann oder wie das heißt, keine Ahnung. Dieses Video soll niemanden beleidigen, es ist bloß aus Spaß gemacht worden und dient zur Unterhaltung. Lieber Volker TV, falls Sie dieses Video sehen sollten, melden Sie sich doch bitte bei mir über YouTube Privatnachricht, denn ich habe wirklich Lust, mit Ihnen einen Kaffee trinken zu gehen, sofern Sie bei mir in der Nähe wohnen, weil pilgern tue ich nur nach Mekka. Von mir aus können wir auch in eine Kneipe gehen, dann trinke ich da halt eine Cola, ich bin integriert. Und wer weiß, vielleicht nennen Sie sich nach unserem Treffen Volker AB. Wäre auch definitiv besser als Volker TV, weil ich assoziiere Sie wirklich ungern mit Kuchen TV. Auch wenn Sie eigentlich vorhatten, einen Shitstorm gegen mich loszuballern und nicht wollen, dass ich Lehrer werde, aber ich hätte wirklich mal gerne Bock, mit Ihnen eine Runde zu chillen, vielleicht auch einen Vlog zu drehen. Also wenn Sie Lust haben, melden Sie sich einfach bei mir über Privatnachricht. Und jetzt viel Spaß mit dem Video, Leute. Hey, dieser ältere Mann hat einfach ein Video über die AVK Army gemacht. Ich freue mich so dreckig. Kriegt ihr die Schnauze? Ja! Dachte ich, also Mami! Boah, scheiße. Leute, ich bin nicht mehr Geld brauchen in der Uhr. Ich hab keinen Huren mehr. Eine gängige Masche, die viele Versicherungsbetrüger nutzen. ABK Army, ihr könnt es mir gar nicht geben, wie ich es brauche. Also beschimpft mich, beleidigt mich, es interessiert mich ein Scheiß. Leute, jetzt wirklich, ich mag den, das ist so ein lediger Laden in Deutsch, wisst ihr? Und dieser Typ hier, dieser Volker, der hat auf jeden Fall wirklich schwarzen Humor. Der ist ganz gechillt, der sagt, ich hab mich eh nicht, was ihr sagt und so. Baba-Typ, ich schwöre, ich mag dich. Powerfaust, Bruder. Oh, noch ein Zahn runtergefallen. Dazu möchte ich einfach sagen, ich habe studiert. Leute, jetzt mal ganz ehrlich, die meisten von euch werden jetzt denken, dass der bestimmt Zahnmedizin studiert hat, aber er wurde dann nicht angenommen, weil der zu wenig Zähne im Mund hat. Scheiße, bin ich ekelhaft. Nein, guck mal, was der studiert hat. Ich habe Flugzeugmechanik studiert, ich habe auch jahrelang bei der Lufthansa gearbeitet. Junge, was für bei Lufthansa gearbeitet? Nur weil deine Zähne genauso gelb sind wie das Lufthansa-Logo, heißt es noch lange nicht, dass die dich annehmen. Du hast dich mal Zähne im Mund, Troja! Ich schwöre, ich hatte einmal einen Kollegen, der hat sich bei Lufthansa beworben, da hat so richtig ekelhafte Zähne, so typischer Marokkaner halt. Die haben den nicht angenommen. Die meinten sie einmal so, ja, hier und so, Auswahlverfahren, der hat nie wieder was von denen gehört. Die haben gesehen, diese Tschernobyl-Gewiss, die dachten sich, ciao mit dem. Und der hat nicht mal einen Zahn, die denkt, die nehmen den. Verarschen, Junge. Ich mag den, ich schätze schon. Das ist so ein Daddy Galant in Deutsch. Ich schwöre, ich mag den. Ich hatte in Alanya ein sehr gut laufendes Tattoo-Studio. Guck mal, wenn Sie doch jetzt so viel Geld haben, dann spenden Sie mir doch wenigstens ein bisschen Geld. Oder lassen Sie sich bitte Zähne machen. Das kann doch nicht sein, dass Ihre Taschen voll mit Fluss sind, aber Ihr Mund leer. Das geht doch einfach nicht. War auch in Alanya 2 Jahre mit einer Türkin, also mit einer Islamin, zusammen. Übrigens habe ich meiner damaligen türkischen Freundin, ihr Name ist Nass, meine Eigentumswohnung geschenkt. So viel zum Thema, ich habe was gegen den Islam. Ja, hast deine damalige Wohnung an deine Freundin verschenkt und jetzt ist die weg. Und wo wohnst du? Jetzt wohnst du im Hauptbahnhof. Stimmt, war seine Ex-Freundin aus der Türkei eine Zahnfee. Die hat ihm immer die Zähne weggenommen, bis sie gesehen hat, Emma lohnt sich nicht mehr. Hat die sich gedacht, ciao, ich komme nicht mehr. Deine türkische Ex-Freundin hat jetzt bestimmt irgendeinen Türken mit Zähnen geheiratet und lebt jetzt in dieser Wohnung, die du ihr geschenkt hast. Und du chillst den ganzen Tag am Hauptbahnhof und musst Wi-Fi-Hotspot von Telekom schnurren. Ist doch ekelhaft, warum macht die so? Ich habe nichts gegen den Islam, um Gottes Willen. Ich bin kein Rassist, ich bin weder AfD-Anhänger. Ich selbst habe 3,5 Jahre in der Türkei gelebt. Sie sind keinesfalls rechts. Allerdings würde ich Ihnen nicht raten, nach Marokko zu fliegen, weil da würden die Marokkaner Ihnen noch Ihre letzten 3 Zähne klauen. Weil mein Onkel Himmel hat dich gesehen und da war direkt neidisch auf dich, weil er hat direkt gerochen, dass du Geld hast, was gesehen. Da meinte, guck mal, dieser Typ, der hat wenigstens noch 3 Zähne im Mund. Bei uns in Marokko gibt es sowas nicht. Wer Zähne im Mund hat, der hat Geld. Guckt euch mal marokkanischer Lacoste-Krokodil an. Ihr seht, der hat keine Zähne. Wohingegen das türkische Lacoste-Krokodil noch Zähne im Mund hat. Ja, das machen wir Marokkaner extra, weil diese marokkanische Lacoste-Fälschung unser eigener Merch, wisst ihr? Damit unterscheiden wir uns von den Türken. Die Türken machen doch wenigstens mit Zähne, bei uns ist ohne Zahn. Der ist nicht mehr gefährlich, der kann nichts machen, wenn der dich schmeißt.
Das tut nicht weh, kannst Krokodile streicheln. Ich war mehrere Mal im Fernsehen, hatte zwei große Interviews und vier Seitenkommentare in dem renommiertesten Tattoo-Magazin Deutschlands. Ja, und deswegen hast du jetzt nur 60 Abonnenten, obwohl, warte mal, diese 60 Abonnenten hast du nur wegen mir bekommen. Guck mal, wie korrekt ich zu dir bin. Du warst überall im Fernsehsender, sonst was hat dir nichts gebracht. Da erwähne ich einmal in einem Video, du wirst einfach zum Weltstar. Ich habe ihnen diese Abonnenten nur geschenkt, weil sie ihrer Ex-Frau damals eine Wohnung geschenkt haben. Aber bitte, tun sie mir einen Gefallen. Sobald sie genug Abonnenten haben und inshallah viel Geld mit YouTube verdienen, gehen sie sich bitte damit ihre Zähne machen. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Zu meinen Zähnen muss ich sagen, ist es alles in Planung, in Arbeit. Und vielleicht sind meine nächsten Videos mit einem zahnreichen Lächeln. Aber guck mal, in diesem Video klingt er richtig nett, aber in seinem letzten Video wollte er noch gegen mich demonstrieren. Bruder, komm, ich gehe mit dir zusammen auf die Straße, wir demonstrieren zusammen gegen die Krankenkassen, dass die dich so lange warten lassen und dir keine Zähne machen, Bruder. Schau mal diese Krankenkassen, Bruder, was ist das für eine soziale Marktwirtschaft, Bruder? Die können dich doch nicht so lange warten lassen, du kannst nur noch Suppe trinken. Eine Harina gibt es bei uns nur im Ramadan, Bruder. Das geht nicht, deswegen, wir gehen zusammen auf die Straße, wir demonstrieren, Bruder. Ey, Abikami, ich schwöre, ich kann nicht mehr. Wallah, ich lag gerade da in meinem Bett. Ich hab so geguckt, guck mal. Geh ich auf das Video von diesem Typen und guck in die Kommentare, was Leute da reingeschrieben haben. Ey, lach. Erstmal schreibt einer richtig gut. An alle, die von ABK kommen, wäre gut, wenn ihr ihn nicht sofort beleidigt. War aber erstmal eine gute Einleitung, okay? Guckt, einer von ABK hat geschrieben, Wallah haram, er bekommt noch Herzinfarkt. Low. Gesponsert vom Hauptbahnhof Telekom Hotspur. Mistgeburt. Boah, ich werde einen Shitstorm losballern. Lacke, sei ruhig, das Einzige, was du ballerst, sind deine Herztabletten. Boah, der war reingeschissen, Digga. Nee, der, hör mal auf, der war echt zu krass. Einer hat einen Kommentar geschrieben, Alter. Ey, jetzt kommt wieder das ekelhafte Virus. Ich muss lachen, aber übertreibt euch. Guck mal, der war reingeschissen. Weil da hat er nicht so Zähne im Mund. Das ist ja nicht schlimm. Meine ganzen Onkel Mauke haben auch keine Zähne. Auf jeden Fall schreibt ein Junge drunter, du Hund, Alter, halt's Maul. Mal mal deine Tattoos mit Filzstiften nach und setz die Tic-Tacs in deine Zahnlücken. Boah, einer reingeschissen. Guck mal, das ist reingeschissen. Dann schreibt der, du Hurensohn, extra. In Klammern, ich weiß, dass du älter bist. Das ist nicht lustig. Leute, übertreibt mich. Ist immer noch ein älterer Herr. Da müsst ihr Respekt haben. Vor älteren Leuten sollte man echt Respekt haben. Jetzt ohne Scheiß, Leute. Ich meine das gerade. Ja, das respektiert Ältere und übertreibt nicht. Einer schreibt Shitstorm mit fünf anderen Opis aus der Kneipe anfangen. Allahu Akbar. Ich schreibe wieder einer. Ey, BK Army, aber beleidigt ihn jetzt nicht, oder? Ich kenne diese Leute, die sowas schreiben. Das sind diese Leute, die sitzen so im Hintergrund in der Klasse. Wenn ihr dann so Faxen macht bei eurem Lehrer, sagen die, ey, Bruder, hör mal auf, Alter, hör mal auf. Und lachen. Ich war auch so, wenn einer Scheiße gebaut hat in der Klasse. Ich war immer so, hey, Bruder, übertreibt und ich hab so gelacht. Und dann sagt der Typ selber zu mir, Bruder, du findest das doch lustig, hör auf, du willst, dass ich weitermache. Dieses, ihr sagt so, hör mal auf, aber ihr lacht dabei. Ich denke, bitte mach weiter, das ist gerade richtig Unterhaltung. Einer hat einen Kommentar geschrieben, guck mal, das ist schon frech. Was für Shitstorm, Alter. Mit was willst du denn los? Mit einem Rollstuhl und Krüppelstock? Der Typ redet in diesem Video so wie ein Schüler, der zum ersten Mal ein Referat hält. Einer schreibt, was für Demos und Shitstorm, mit deinen Abos kannst du nicht mal deine Nachbarn erreichen. Wenn der Handy anmacht, steht immer kein Netz, weil er keine Abos hat. Ein ehemaliger Schüler von mir schreibt, ich hatte mit ihm Unterricht und weißt du was? Er ist der coolste der Welt. Die 2 auf dem Zeugnis hast du dank mir. Ich hab für dich im Lehrerzimmer gekämpft, Bruder. Weißt du, was mir gerade auffällt bei diesem älteren Herrn? Der Arme hat gar keine Augenbrauen mehr. Bekir, gib dir mal ein bisschen von deinen Augenbrauen. Der Typ meinte ja in dem Video, dass irgendwie ich der Grund bin, warum Eltern Angst haben sollten, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Schreibt einer, Junge, als erstes, die Eltern haben Angst, ihr Kind in die Schule zu schicken, weil sie wissen, dass du von der Schule chillst und den abgelaufenen Süßigkeiten gibst. Boah, hier ist ein Satz richtig, richtig geil. Lieber mit jemandem Unterricht haben, der mit Kindern lacht, statt mit jemandem Unterricht zu haben, der mit Kindern fickt. Sie lachen aber nicht. Alter, du bist safe 60. Geh doch Altersheim. Deine Kinder, falls du welche hast, werden dich sowieso nicht besuchen. Du hast hier auf YouTube nichts zu suchen. Einer schreibt, jetzt ist halt die Frage, wer den Shitstorm bekommen hat.
Ey, jetzt mal im Ernst, ne? Wisst ihr, wie meine Freunde abgekackt sind? Die waren in der Uni, die haben mich angerufen und gesagt, Bruder, dein Video, wo du meintest, ey, der vom Hauptbahnhof und so. Die sind alle abgekackt, meine Freunde. Ich hab schon nach mit denen getroffen. Wir haben gelacht, wir konnten nicht mehr. Uns wurde schwindelig, wir wurden fast bewusstlos vor Lachen. Mein Kollege Harami Salami hat mich sogar von der Arbeit aus angerufen und hat sich später gedacht, schuf mal Harami Salami an, guck mal, was der sagt. Ey, Bruder. Er wird sich mal Zähne machen. Wieso macht er so schnell Antwortvideo? Wieso geht er nicht einfach mal zum Zahnarzt? Der meinte, der hat studiert. Was hat er studiert? Zahnmedizin. Auch in dem Film. Ja, Mann. Damit auch. Das Zähne regnen. Er lässt den Bam. Ich rufe jetzt Michael sogar an. Ihr werdet sehen. Da wird geguckt. Was sagst du zu dem Typ von Hauptbahnhof mit Wi-Fi-Hotspot? Meinst du dir von deinem Video? Ja, Bruder. Ey, hast du nicht behindert gelacht gestern? Bruder, was hast du denn? Stand by and be careful.